Grossartig, euch hier zu haben, mit euch zusammen den Gottesdienst zu feiern. Es ist schon ein Stück gegangen, wir haben Gott angebetet. Es war eine grossartige Zeit. Einfach fantastische Leute hier. Kann ich das machen, spontan? Einfach mal vor die Leute, die den ganzen Tag investiert haben mit dem Wetter, einfach mal klatschen, zum Danken sagen. Leute im Hintergrund, Begrüßungsteam, Leute, die Kaffee rausgeben, trinken, zu essen geben, uns verpflegen. Einfach genial, genial. Und wenn ich das anschaue, dann habe ich Hoffnung für morgen, dass wir morgen einen Schritt weiter sind als heute. Dass wir es miteinander als Kirche von Gott schaffen, einen Schritt weiter zu kommen. Hier der Bassist, also ich tue jetzt ein paar Mal, zwei, drei Mal meine Söhne erwähnen. Das ist ja der Family-Style, oder? Der Bassist ist mein Sohn und ich weiß, was ihr jetzt alle denken, was so jung und schon so ein grosser Sohn. Also, gut. Was habt ihr für Schuhe an? Schuhwerk? Weil es geht in die Wüste. Kann ich schauen? Schuhkontrolle. Es geht in die Wüste. Und zwischendurch, wenn es ein bisschen sandig wird, schütteln wir einfach den Sand ausschütteln, weil wir müssen weit laufen, oder? Und zwar Thema Kaleb. Kaleb, wer kennt der Kaleb da drin? Kollege Kaleb. Ja, einige. Gut, tipptopp. Und die anderen werden ihn noch kennenlernen, hoffentlich nie vergessen. Also, das Volk Israel ist in die Wüste gegangen, ist von Ägypten ins verheißene Land gelaufen. Und das sind 10 Jahre lang gelaufen ungefähr. Und dann sind sie am Tor in Kadesh Barnea gestanden, am Tor, um nachher ins verheißene Land hineinzugehen. Und dort in Kadesh Barnea hat der Mose gesagt, jetzt will ich mal schauen, wie das aussieht. Und dann hat er 12 Botschafter ausgeschickt, von jedem Stamm einen. Der Josua, den wir auch gut kennen, besser als der Kaleb, war auch unterwegs gewesen. Und eben der Kaleb war auch unterwegs gewesen als Vertreter vom Stamm Juda. Und wir wissen alle, dass der Messias, Jesus, aus dem Stamm Juda gekommen ist, geboren ist aus dieser Erbschaft. Gut, die sind in die Wüste gegangen. Und jetzt möchte ich gerne den ersten Bibelvers. Ich lese vor, 4. Mose 13, 30 und so weiter. Jetzt ist das passiert, als sie zurückgekommen sind, hat es ziemlich einen Tumult gegeben, weil der Mose hat einen strategischen Leiterfehler gemacht. Er hat die 12 Leute erzählen lassen, wie es aussieht im verheißene Land allem Volk. Und das Volk konnte mit dem nicht umgehen. Und dann hat es eine riesige Welle gegeben. Das Volk hat gesagt, hat Angst gekriegt. Und dann hat der Kaleb gesagt, Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Besonders die Nachkommen Enaks, des Riesen. Ihnen gegenüber kamen wir uns vor wie Heuschrecken. Wer fühlt sich als Heuschrecken oder als Heuströffel? Also so, pick, pick, die kleinen Dingle, wo man kumpen, ein bisschen Gras fressend. So sind wir uns vorgekommen. Und so haben auch sie uns angesehen. Kaleb sagte aber, das ist 4. Mose 14, 8. Wenn Gott Gefallen an uns hat, wird er uns dieses Land geben, in dieses Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch nicht gegen Gott auf und habt keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot. In anderen Übersetzungen, fressen wie Brot, es steht dort so. Denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Gott ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Also, wir haben zwei Gruppen gehabt, oder? Die 10 Botschafter und die, die gesagt haben, das ist ja wahnsinnig, die Riesen vom Enak, die Nachfolger des Landes, können wir nie erobern, die haben befestigt die Städte. Und das ist tatsächlich ein Auftrag von Mose. Schauen wir mal die Städte an, wie es aussieht. Und die haben das pflichtgetreu gemacht, aber sie haben nur die Städte gesehen. Die anderen zwei haben gesagt, aber. Und das wünsche ich mir, dass wir hier drinnen heute alle sagen. Aber wir
haben einen grossen Gott. Und wir haben einen grossen Gott und die Feinde, die uns als Feinde vorkommen, die fressen wir wie Brot. Unsere Widerstände in unserem Leben, und das hoffe ich, dass ihr das mitnehmt, die Widerstände in unserem Leben fressen wir wie Brot. Überwältigen wir, gehen wir weiter. Die Frage, wie du reagierst, hängt stark davon ab, was du siehst, wie du schaust, wie du die Sachen beurteilst. Wenn du die Widerstände, die grossen Widerstände, die schwierigen Sachen siehst und die dort aufhaltest und sagst, das kann ich nie. Oder wenn du sagst, ich habe meinen Gott bei mir, hinter mir. Ich habe meinen Gott, der mich unterstützt und mir Kraft gibt. Ich habe eine grossartige Kirche bei mir. Ich habe tolle Leute um mich herum und so weiter. Du hast ganz einen Haufen gekriegt. Und die Sache, wie du die Sache siehst, beeinflusst ganz fest, wie du die entscheidest. Wie dein Herz reagiert. Sei ein Realist. Sei ein Realist. Ein Realist ist ein Mensch, der nicht nur auf das Sichtbare schaut. Ein Realist ist einer, der sagt, ich sehe zwar, dass ich schwächer bin als die anderen. Ich sehe, wir sind weniger. Ich sehe zwar, dort habe ich die Riesen auf dem Gebirge oben und wir müssen unten raufkriechen wie Heuströffel und auf dem Gebirge oben sind die Riesen und die posieren da und da haben wir keine Chance. Aber ich sehe, dass Gott mit uns ist und ich sehe, dass wir in Mut vorangehen können und die Riesen vertreiben vom Gebirge. Sei ein Realist, rechne mit dem Unsichtbaren. Einer, der nur das Sichtbare sieht, ist einfach kein Realist. Ihr wisst, mit unseren Augen sehen wir nur eine ganze enge Bandbreite vom Licht. Also das meiste kann unser Auge gar nicht wahrnehmen. Das meiste ist durchsichtig für uns. Wir können es gar nicht sehen. Also wir sehen einen ganz kleinen Teil der Realität. Und einer, der sagt, das ist alles, was ich glaube, ist kein Realist. Das Hauptthema für heute und in dieser Serie Family Style, wie kann ich geistlich fit bleiben? Und ich will es ausweiten, wie kann ich geistlich fit werden? Wie kann ich geistlich ein Ries werden? Wie kann ich stark werden? Wie kann ich geistlich immer mehr zunehmen, immer grösser und stärker werden? Wir gehen weiter. Haben die Schuhe schon zuerst mal ausgeschüttelt, die Sand rein haben? Gut, sind immer noch in der Wüste. Die Foto hier hat mein jüngster Sohn gemacht. Das ist übrigens genau dort, wo der Kaleb das Land eingenommen hat. Ist genau das Gebirge. Sieht wunderschön aus, gell? Also die Enakiter, die ich jetzt fotografieren wollte, sind mir gerade abgehöselt. Gut, das Nächste. 5. Mose 1, 36. Kaleb, der Sohn von Jephunne, soll es sehen, das verheißene Land. Ihm und seinen Kindern werde ich das Land geben, das er betreten hat, weil er unbeirrt hinter mir stand. Gott sagt in der Wüste, und das ist in Kadesh Barnea gesehen, wenn er eine Linie zeichnet vom Toten Meer ans Mittelmeer rauf, etwa in der Hälfte ist das Kadesh Barnea. Das ist heute noch an der Grenze von Israel. Und dort sind sie hergekommen, das ganze Volk, und danach hat Gott gesagt, so, meine Lieben, geht das nicht. Mit dieser zaghaften Haltung werden wir tatsächlich verdruckt wie Heuschrecken. Und um das Volk nicht einfach untergehen lassen, hat gesagt, so, machen wir noch mal ein paar Ehrenrunden in der Wüste, 40 Jahre oder so. Ich glaube, es würde bei uns niemand eine Lehre machen, wenn ich sage, es geht 40 Jahre. Oder wird jemand eine Lehre stellen, geht 40 Jahre. 40 Jahre, oder? Und dann hat er gesagt, es kommt niemand ins verheißene Land. Nachkommen von denen, die hier wandern, und Josua und Kaleb, die kommen ins Land rein, die anderen nicht. Und dann nachher hat er die Verheißung gekriegt, er darf ins neue Land hineingehen. Nicht einmal der Mose hat das dürfen, also nur die zwei. Weil er unbeirrt zu Gott gestanden ist, ohne
links und rechts schauen, voll zu Gott gestanden. Das ist ein Geheimnis von geistlich fit werden. Alles Grossartige hat starke Feinde. Immer wenn du etwas Grossartiges willst erreichen, hast du Feinde. Starke Feinde. Wenn du Kind haben willst, es gibt nichts Grossartigeres als Kind haben auf dieser Welt. Ja, vielleicht eine tolle Frau hast, auch wunderbar, tipptopp. Aber Familie, was Gott uns gibt, ist einfach fantastisch, wenn er uns das schenkt. Ist auch toll, Single zu sein, gibt einen Haufen. Aber alles, was du kriegst, alles, was Gott dir schenkt, was grossartig ist, hat auch einen Haufen Ärger und Widerstand und Frust. Und du regst dich auf und mach nicht, was du willst. Du hast einen tollen Beruf, du hast Ärger mit Mitarbeitern, mit Chef, du hast einen hohen Lohn, du hast Ärger mit dem Steuerkommissär. Wenn du viel verdienst, hast du viel Steuern. Immer wenn du etwas Grossartiges willst, dann hast du einen Haufen Widerstand. Alles Grossartige hat auch starke Widerstände. Aber wir, und ich hoffe, ihr alle, wir hier drinnen, sehen nicht Widerstände, sondern Chancen. Die Chance, die uns gegeben ist, etwas zu verändern, für andere Leute Raum zu schaffen, ins neue Land hineinkommen, in das, wo wir uns darauf gefreut haben. Wir können sehen, wie Menschen sich entwickeln können, können sehen, wie die nächste Generation vorangehen kann mit Gott, kann wachsen. Entscheid nie nach Widerstand, sondern nach Chancen und Potenzial. Und die Riesen, die dir im Weg stehen, die Enakiter, fressen wir wie Brot. Wie fressen wir Brot? Ja, Essen, Entschuldigung. Kann man das noch korrigieren? Essen. Wir tun ein bisschen Butter drauf, Gumpfi, wer gerne hat, Essens, fort, adieu, das war's. Wer nicht Visionen hat, die unrealistisch sind, ist nicht infiziert vom Virus vom Neuen Testament. Jesus hat unrealistische Visionen gehabt. Er kommt, stellt einen neuen Bund auf. Ist noch nicht einmal richtig ordentlicher Pharisäer. Er stellt Jünger auf die Welt. Fischer, die noch ein bisschen eine Anlehre gemacht haben. Nicht einmal eine richtige theologische Ausbildung. Und er sagt jetzt, geht in alle Welt. Machen zu Jünger alle. Völlig, völlig unrealistisch. Es ist noch heute unrealistisch, oder? Wir sind viel mehr heute, die in alle Welt gehen. Aber wenn du nicht unrealistische Ziele hier und da anstrebst in deinem Leben, immer nur kleines Ziel, dann bist du nicht infiziert vom Virus, vom Evangelium. Weil das Evangelium treibt dich zum mutigen Entscheid. Sag jemand, mutig für grosse Entscheid. Ein Leiter beeinflusst immer. Entweder bist du ein Leiter, ein Vater, eine Mutter, der motiviert in der Art, wie du bist. Oder du bist jemand, der demotiviert und zurückbindet. Der beweist, dass Frustrationen im Leben ermüdend. Es gibt viele solche Leute, die sagen, ja, weißt du, ich habe so viel Schwieriges erlebt. Ich habe so viele Riesen erlebt. Ich habe mir eins links und rechts über die Necke gegeben. Jetzt mag ich nicht mehr. Kennen ihr so Leute? Es gibt Leute, ja, in meinem jugendlichen Alter und noch jünger sogar, die sagen jetzt... Entschuldigung. Ich mag nicht mehr. Ich habe probiert. Ich habe alles gemacht. Kennen ihr solche? Werden nie so. Wenn ihr etwas euch vornehmt, werden nie so. Der Kaleb ist nachher weitergegangen mit dem Josua zusammen, mit dem Volk Israel. Und ihr wisst noch die Geschichte, oder, wo sie erobert haben. Eine Stadt um die andere hin. Und da sind sie auch zurückgeschlagen worden. Und so weiter. Wir sind vor 2 Wochen dort neben Jericho durchgefahren. Es war eine grossartige Zeit, ein grossartiges Land. Ganz kurz entschlossen. Und dann habe ich gedacht, hei, Josua und alle zusammen, da sind sie gesehen, eindrücklich gesehen. Und dort hat nachher der Kaleb in dem Gebirge das Gebiet von diesen Enakiter gekriegt. Josua hat ihm gesagt, gut, wenn du willst, dann hol dir.
mit einer kleinen Gruppe, oder? Die meisten sind schon gesettelt gesehen, haben ihr Erbe gekriegt, sind in ihrer Stadt gesehen, ruhig. Und dann sagt der Kaleb, ich will das Land einnehmen. Hol dir die Riesen und nicht die Zwerge. Hab keine Angst vor den Riesen in deinem Leben. Grosse Prüfungen, schwierige Ausbildungen, Sachen, die dich fordern im Beruf, Sachen, die dich privat fordern. Wenn du in einem Konflikt stehst mit jemandem und du meinst, es ist nicht mehr lösbar, das ist wie ein Reis, ein Ehestreit, ein Beziehungsstreit, ein Konflikt zwischen Menschen. Ich habe das auch schon erlebt. Das sind Riesen in unserem Leben. Das sind unlösbare Riesen. Hol dir die Riesen. Hol dir die Riesen. Nicht Zwerge. Du bist gemacht, um die Riesen zu fressen. Dein Verdauungssystem ist dazu da, um die Riesen wie Brot zu fressen. Die Widerstände in deinem Leben. Der Kaleb hatte Verheißung für sein Land. Also Verheißung, kennen Sie den Ausdruck? Verheißung, es ist ihm versprochen worden. Also als meine Frau schwanger war, habe ich gewusst, es ist Verheißung, ich werde Vater werden. Aber er hat mitgeholfen. Er hat einen anderen mitgeholfen, bis die anderen ihr Land gekriegt haben. Hier und da sind ihr in einer Situation, wo ihr zwar bereit sind für euer Land. Ihr seht Enakiter, ihr seht euer Gebiet, ihr seht das Potenzial, das in euch ist. Und ich hoffe, jeder da hat das gespürt, das Potenzial, das in ihm ist. Gespürt da irgendetwas murmeln und fühlt sich nicht wie ein Heuströffel. Wer fühlt sich da drinnen schon ein bisschen stärker? Also, wir sind keine Heuströffel. Und wenn du das Potenzial in dir spürst, der Herr, der in dir ist, der Herr, der aus dir etwas Grosses machen kann, dann kannst du vielleicht auch eine gewisse Zeit erleben, wo du anderen hilfst, wo du versuchst, anderen zu helfen, ihr Land zu finden. Dann stehst du hinter anderen. Und das kann ein paar Jahre dauern. Und das hat beim Kaleb 45 Jahre gedauert. Und jetzt kommen wir zu dem Vers Kaleb, Josua 14, 6. Kaleb sagte, und dort hat er Josua gesagt, du weißt, was Gott zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war damals 40, also frische 40 Jahre, das ist jetzt 45 Jahre her. Und Gott hat mich tatsächlich am Leben erhalten, wie es mir damals in der Wüste durch Mose versprochen wurde. Heute bin ich 85, also das bin ich noch nicht. Und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich kann immer noch kämpfen und in den Krieg ziehen. Das wünsche ich mir für uns alle. Dass ihr sagt, ich bin jetzt 70, 75, 80, 85 und ich bin genau noch so stark. Ich habe immer noch das genau gleiche Drängen nach dem Reich Gottes, nach Gott. Ich habe die gleiche Liebe, das gleiche Zehren, das Werk von Gott zu sehen und Gott auf dieser Welt gross zu sehen. Das Reich Gottes auf dieser Welt zu bauen. Anderen Menschen zu helfen und so weiter. Ich habe das gleiche Reissen. Ich bin noch genauso stark wie damals. Als Vater, wenn du willst, Vater oder Mutter sein willst, es geht immer beide an. Wenn du willst, Vater oder Mutter sein willst, ist das ein Entscheid, den du in jungen Jahren triffst. Schon wenn du jung bist, entscheidest du dich, mutig voranzugehen. Und du wirkst viel mehr als Vorbild für deine Leute rundherum. Und wenn du Leute hast, die gleich alt sind oder jünger, vielleicht 2 Jahre jünger als du, wirkst du bereits als Vater oder Mutter, wenn du mutig bist, mutige Entscheidungen triffst. Es bringt nichts, einen Haufen gute Ratschläge zu machen, sagen, wie man nette Christen sein sollte. Sondern es bringt etwas, wenn du mutige Schritte machst, wenn du vorangehst. Haben die Schuhe schon voll Sand? Gut, noch mal ein bisschen ausschütteln in der Wüste hier. Jetzt haben wir noch einen Haufen Sahara-Staub gehabt. Entwickle von Jahr zu Jahr, wo du lebst, mehr Leidenschaft. Und gerade wenn man in meiner Generation ist, ist es relativ häufig, dass man denkt, ja, jetzt habe ich einen Haufen gemacht, ich habe jetzt etwas erreicht. Und
Das ist mal gut so. Das ist mal gut so. Tipptopp. Nein, du bist berufen, für leidenschaftlich mit Gott zu leben. Ob du jung bist oder älter wirst. Werd von Jahr zu Jahr leidenschaftlicher. Als ich 16 war, da hat mir mal ein weiser alter Mann gesagt, weißt, jetzt bist du noch jung, so richtig euphorisch vor Gott. Irgendwann mal wirst du reifer und ruhiger. Ich habe das noch nicht erlebt. Vielleicht werde ich irgendwann noch reifer und ruhiger. Ich will die Leidenschaft vor Gott nicht aufgeben. Und ich wünsche mir, dass wir das alles alle dort entscheiden. Wir wollen mit Leidenschaft vor Gott leben und nicht halbe Touren schwingen. Wag neue Schritt. Kaleb mit 85. Mit 85 hat er gesagt, jetzt pack es. Jetzt pack es. Jetzt mache ich etwas Neues, was ich noch nie gemacht habe, wo ich keine Erfahrungen habe. Erfahrung ist ein Problem, wissen Sie das? Wenn ihr irgendwann sagt, so, jetzt habe ich die und die Erfahrung, jetzt gehe ich aus Erfahrung weiter, dann tönt ihr zum Teil eure Augen verblenden. Weil Gott führt euch in neue Erfahrungen, in ein neues Land hinein. Und wenn ihr nach 10 Mal versagt, sagt, ich habe Erfahrungen gehabt, ich gehe nicht mehr weiter, weil ich 10 Mal versagt, dann habt ihr vielleicht das 11. Mal, wo ihr es gewonnen hättet, verpasst. Macht einen Schritt in ein neues Land hinein und nehmt euch das vor in jeder Lebensphase. Ob ihr jung seid, mittelalterlich, spätmittelalterlich oder sehr spätmittelalterlich, alt ist ja heute niemand mehr. Wog, neu, Schritt. Kaleb hat noch eine Eigenschaft gehabt. Ich tue es am Schluss dann schnell zusammenfassen. Er hat das Land willen. Er hat gesagt, das will ich. Wenn wir hier und da warten, bis etwas kommt und denken, ja, es ist ja schon gut, ich kriege dann irgendwann, dann komme ich dann schon in Position, wo Gott mich braucht, wo ich mich einsetze, wo ich meine Position finde. Du musst etwas. Du musst dein Erbe wählen. Erbe ist von Gott vorbereitet. Erbe heisst, du bist dazu da, um deine Umgebung zu prägen. Du bist dazu da, um deine Arbeitsstelle zu prägen. Aber du musst es wählen. Du bist dazu da, um deinen schwierigen Chef zu prägen. Und nicht er dich. Du bist dazu da, um deine Mitarbeiter zu prägen. Du bist dazu da, um deine Leute, die um dich herum sind, mit dem Evangelium, mit der frohmachenden, befreienden Botschaft vom Evangelium zu durchdringen, zu infiltrieren. Das ist dein Land. Aber du musst es wählen. Du bist dazu da, um neue Schritte zu machen, neue Wege, neue Berufungen, neue Herausforderungen, predigen, worshipen und so weiter. Aber du musst dein Land wählen. Wenn es du nicht willst, man läuft dir nicht nach. Meistens nicht. Weiterer Punkt, du musst bereit sein, hier und da zu leiden. Hier und da tut es weh. So lange durch die Wüste laufen, wer hat schon blatternde Füße? Dann, so lange durch die Wüste laufen, ist nicht angenehm. Durch Hitze, über die Steine. Ich will nicht wissen, wie viele Mal die gestolpert sind. Wie viele Mal, dass er sich die Sprunggelenke vertreten hat, der arme Kaleb. Und wenn du willst weitergehen mit Gott, dann tut das etwa weh. Und dann bist du etwa frustriert. Und etwa am Boden flach, dann magst du etwa nicht mehr. Dann werden die Menschen enttäuschen. Du wirst dich immer wieder aufstellen. Und irgendwann sagst du, jetzt will ich mir nicht mehr weh machen lassen. Das ist ein Fehlentscheid. Sag das nie. Sag bereit, dass es hier und da im Leben weh tut. Verarbeite Verletzungen. Sachen, die dich zurückheben. Leute, die kleiner denken über dich, als du bist. Leute, die dich frustrierend, verarbeitet, vergib, geh weiter. Segen hält. Du bist kein Heuströffel, du bist kein Heukumper, als das bist du nicht geboren. Und wenn die anderen so sehen, oder die haben gesagt, die anderen haben uns auch als Heukumper identifiziert, darum haben sie es vielleicht auch nicht
gefangen genommen und gesagt, ja, was wollen da die kleinen Zwirbeln, die Riesen da oben, oder? So wie du dich siehst, wie andere dich sehen, bestimmt nicht, wer du bist. Gott bestimmt, wer du bist. Und Gott will dich als Held, als Heldin haben. Und Gott will dich als Vater, Mutter vor anderen haben, als Vorbild. Und indem du weitergehst mit dieser Dynamik, mit dieser Euphorie, mit dieser Fitness, mit dieser Entschlossenheit, wirst du Vater und Mutter, reissest andere mit, motivierst andere. Segen Held, du bist berufen, Held zu sein. Vergiss deine Träume nicht. Gott hat dir Träume aufs Leben gelegt. Gott hat dir Visionen aufs Leben gelegt. Vielleicht hast du vor Jahren mal Träume gehabt. Vielleicht hast du Sachen vor dir gesehen. Vielleicht ist es lang vergangen. Vielleicht bist du müde und sagst, ach, das ist lang her. Nein. Kaleb hat 45 Jahre lang gewartet. Aktiviere deine Träume wieder. Du bist dazu da, um deine Träume zu leben. Träume, nur Träume, ohne sie zu leben, bringt nichts. Du musst sie leben. Was auf deinem Herz brennt. Und es geht weiter. Kaleb hat nachher eine Tochter gehabt. Die Tochter hat gesagt, gib mir auch etwas von dem. Gib mir etwas. Und was sie zu lange gekriegt hat, und ihr seht, wie das Land aussieht, und was kommt euch da in den Sinn? Braucht ein bisschen Wasser, sonst wird das nie richtig etwas geben. Hat sie das Land gekriegt und nachher gesagt, du, ich will noch Wasser haben. Hat er gesagt, gut, da hast du dort die Brunnen und dort die Brunnen. Ist jetzt gut so, Tochter? Tipptopp. Schaff Potenzial für andere, für die nächste Generation. Das können deine Kinder sein, können deine geistlichen Kinder sein. Das können Leute in deiner Kleingruppe sein, Leute um dich herum. Indem du schaffst, indem du einnimmst, indem du Land einnimmst, schaffst du Potenzial für andere. Vaterschaft, Mutterschaft beginnt in der Jugend. Hol von den anderen. Hol von denen, die älter sind. Hol von den anderen, was zu holen ist. Rupf es aus den Händen. Und gib es weiter. Ich wünsche mir, dass wir uns entscheiden können. Heute entscheiden. Hier drinnen. Und dann ist viel zu tun. Wir sind viel mehr als die Jünger, die Jesus gesagt hat, ich gehe nicht. Ich will, dass wir uns heute entscheiden können. Ich will in eine Reife, in eine Vaterschaft, in eine Mutterschaft hineinkommen. Ich will verändern. Ich will Raum schaffen, Land schaffen für andere. Ich will jetzt gerne beten. Und wer das im Herz will mitbeten, beten Sie mit. Das sind Entscheidungen, die unser Leben prägen. Und ich kann mich noch an einige Entscheidungen erinnern, die ich im Gottesdienst getroffen habe, die mein Leben prägt hat nachher. Viel stärker als eine Atombombe sind unsere Entscheidungen. Ich will beten und ich wünsche mir, dass wir uns entscheiden können, mit dieser Dynamik wieder Kaleb zu leben. Jesus, danke vielmals, dass wir da sein dürfen. Danke, dass du uns ein Potenzial, ein Erbe bereit gegeben hast. Du willst, dass wir Land einnehmen vor dir, dass wir uns ausweiten können, dass wir anderen Menschen können das weitergeben können, was sie brauchen. Das, was reich macht. Denn du hast uns reich gemacht. Du hast uns das gebracht auf die Welt, die wir brauchten. Es war dunkel, bis vor du gekommen bist. Herzlichen Dank, dass wir dürfen als deine Kinder vorangehen dürfen, dass wir dürfen mutig sein. Du hast eine Vision für uns und uns nicht als Heuschrecken denkt. Amen. Salli Kleingrüppler. Kurze Zusammenfassung von Predigt. Und es gibt sicher noch einiges zum Arbeiten darüber. Bibelstellen, wenn ihr die lesen zum Voraus, Zusammenfassung, etwa 4. Mose 13 und 14 und der 5. Mose Kapitel 1, Josua Kapitel 14 und 15. Das sind so also die 5 Kapitel.
Im Speziellen 4. Mose 13, 30 bis 33, 4. 18, 8 und 9 und dann eben die anderen habe ich erwähnt. Das sind etwa Bibelstellen, wo es darum geht, der Kaleb und das Volk Israel mit Josua so sind durch die Wüste und danach sind sie als Botschafter geschickt worden und sind das verheißene Land anschauen. Der Kaleb hat gesagt, wir können es einnehmen und der Josua ebenfalls. Die anderen haben gesagt, wir schaffen das nicht. Das ist uns, die Riesen sind uns zu gross. Ein paar grundsätzliche Gedanken, die Sachen, die du siehst, wie du die Sachen anschaust, bewirkt, wie du dich entscheidest, ob du etwas für gross oder klein anschaust, bewirkt, ob du dich entscheidest. Und du entscheidest die Richtung, wenn du es im Licht von Gott, wo grösser ist als wir Menschen, anschaust. Und nicht nur das, was vor Augen ist, nicht nur die Riesen siehst. Sei Realist, Gott ist mit dir, Gott ist hinter dir. Gott macht dich stark. Der, der in dir ist, ist stärker als der, der um dich herum ist. Darum hat auch der Kaleb die Riesen zwar gesehen, aber der Mut hatte und er hat gesagt, die fressen wir wie Brot. Alles Grossartige, was du im Leben hast, hat auch Feinde. Entscheide dich nicht nach Widerständen, sondern mach Entscheidungen im Leben nach dem Potenzial, nach den Chancen, die du hast. Und nicht nach Widerständen. Nicht, wo geht es gerade am ringsten, wo ist Ampel, Grün, Rot, sondern wo ist das Potenzial von deinem Leben. So machen wir Entscheidungen. Hol dir die Riesen, nicht die Zwerge. Obwohl der Kaleb hat mitgeholfen erobern und hat erst mit 85, also 45 Jahren, nachdem er die Verheißung kriegt, hat sein Land eingenommen. Hier und da musst du lange Zeit vor anderen kämpfen, aber du vergiss nicht deine Berufung, deinen Weg, deine Träume, Wagschritt bis leidenschaftlich. Dein ganzes Leben Leidenschaft macht dich baldet die Jung, Leidenschaft baldet die fit. Leidenschaft mit Gott. Und der letzte Punkt ist, schaffe das Potenzial von der nächsten Generation, die Raum braucht, die Platz braucht, um sich zu entwickeln. Aufgaben, Hausaufgaben oder Gedankenanstöße, hätte ich zwei Fragen. Und zwar, du und im Leben zurückbesinnen, wo hast du die letzte Zeit Widerstände gesehen? Was schaffe ich nicht? Was ist zu gross? Was hat keinen Sinn? Und wo hast du die letzte Zeit auf Gott geschaut? Wo willst du die nächste Zeit auf Gott schauen? Was ist denn in Gottes Augen? Was kann gross rauskommen? Wo ist Gott hinter mir? Wo sind die Riesen, die ich fresse? Du hast das Verdauungssystem, Riesen zu fressen. Zweite Frage. Lebst du deine Träume? Ich meine jetzt nicht ein tolles, teures Auto, sondern das, was in deinem Herz brennt. Wo willst du für Gott die Welt verändern, deine Umgebung? Lebst du deine Träume? Warum lebst du sie nicht? Hast du Angst? Bist du frustriert? Geh weiter. Was sind deine Träume? Hol dein Land ein, vertreib die Riesen. Tschüss. ICF Zürich und das ICF Movement präsentieren die ICF Conference 2014. Erlebe zwei unvergessliche Tage mit Leo und Susanna Bigger, Matthew und Caroline Burnett, Jeffrey Rechmet, Dr. Roby Sonderegger, Thomas Sedlacek und Martin Smith von der Band Delirious. Vom 29. bis 30. Mai 2014 im Hallenstadion Zürich. Tickets und Infos unter www.icf14.com.